Willkommen zurück bei der nächsten Folge von ja, Resident Evil 4. Nachdem wir jetzt endlich das mit dem Zeiger herausgefunden haben, ist jetzt natürlich die Sache, wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Ja, ich hatte schon so eine Vermutung. Problem ist natürlich, sobald ich weg bin, rennt er ja wieder rum. Alter! Ging aber jetzt schnell, muss ich schon sagen. Ich hoffe, ich kann da irgendwie noch blaues Licht irgendwo aktivieren. So eine ungefähre Ahnung habe ich jetzt. Die kann ich auf jeden Fall so mit. Warte mal, ich lasse noch ein bisschen weiter hierher kommen. Habe ich zumindest noch ein bisschen, ein paar Meter, ich laufen kann, bevor er wieder wach wird. Hier, ach so, hier unten bin ich. Jetzt muss ich mal kurz. Ich bin schon an der richtigen Stelle. Nicht umsehen, nicht umsehen. 11:04 Uhr. Falsche Richtung. Ich hoffe, es stimmt auch. Gegen die Ritterrüstungen kann ich jetzt aktuell eh nichts ausrichten. Ich muss dann später auch noch daran an denen wieder vorbei. Nutze Sicherheit, falls hier links oder rechts jetzt einer steht. Okay. Haben wir hier noch was? Nee, nur Zeug, was ich zerstören könnte als Lian. Ach. Gott sei Dank. Ich will nie mehr eine Rüstung sehen. Blaues Licht. Nie mehr eine Rüstung sehen. Mausoleum, hier muss ich dann durchrennen, wenn ich das Ding habe. Das steht jetzt schon fest. Werde ich definitiv durchrennen müssen. Ich vermute mal, wenn ich die anstrahle. Oh. Oder nee, hier klingeln. Oh Gott. Lasst mich in Ruhe!
Oh, Alter. Oh, Alter. Jetzt bloß schnell da rein. Blaue Licht. Das sollte mich vor den schützen. Hoffen wir es mal. Ach, ein Glück. Oh, was haben wir hier? Schlange. So groß, das ist echt. Man kann sie auch übertreiben. Habe ich ihn für einen Kreis? Der könnte vielleicht hier hinkommen oder hier hin. Ne, hier kommt der Halbmond hin. Und hier das Kreuz. Ja, dann muss ich das gegen das hier auf jeden Fall schon mal tauschen. Das war ja einfach. Nein, 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 nicht ausgehen. Schon wieder? Ich hab die Schnauze voll. Jetzt heißt es wirklich rennen. Aber hallo. Wie komme ich an den vorbei? Oh. Und da. Oh, Schande. Ah, oh Gott. Na, komm runter. Jetzt muss rauf hier. Keine Ahnung, wo ich gerade hinrenne. Wo bin ich? Scheiße, ich bin genau falschen Weg gelaufen. Ich sehe überhaupt nichts. Bin ich hier wirklich richtig? Ja. Oder? Nee, scheiße, ich bin hier doch nicht richtig. Ich muss die Treppe rauf, da war ich da drin in der Bibliothek doch richtig. Jetzt bin ich hier im Dunkeln. Überhaupt nicht hier. Okay, wo ist der Weg? Gerade, ja, geradeaus noch ein Stück, dann links, dann rechts. Wo die sind,
Ashley, alles okay? Ja. Warte, ich hol dich da raus. Hey, hier fang. Kommst du runter? Ich fang dich. Ja, ist gut. Der hat mir gerade noch gefehlt. Kann ich erstmal speichern. Ach ja, ich bin einmal gestorben als Ashley. Aber eine Stunde 26, Alter. Eine halbe Stunde. Fast dreimal so lange. Und meine Genauigkeit hat ja auch ganz schön nachgelassen. 55 Gegner habe ich erledigt. 66 habe ich hier. In dem Kapitel habe ich tatsächlich am schlechtesten gezielt. Habe wenigstens nur 10 Mal was auf die Schnauze gekriegt. Nun gut. Neues zum Bernstein? Nein, tut mir leid. Aber mein Helferlein stiftet ordentlich Unruhe. Alles wird laufen wie geplant. Solange du deinen Hund unter Kontrolle behältst? Der tut nichts. Glaub mir. Schön. Behalte ihn. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn er dich beißt. Spiele ich jetzt als die oder was? Nee, zum Glück nicht. Leon, meinen Rat befolgt? Ada? Sicher nicht, also würde dich das interessieren. Wie es aussieht, geht's im Thronsaal gleich zur Sache. Babysitten nervt, hä? Hey, Ada? Ada! Super. Okay, wo muss ich jetzt hin? Theoretisch könnte ich jetzt nochmal durchlaufen, aber ich habe keinen Bock, gegen die ganzen Ritterrüstungen zu kämpfen. Außerdem ist zumeist da drinnen sowieso nur... sind da drinnen nur Schätze. Ich gehe lieber direkt zum Thronsaal. Immer noch dieselbe. Oh. Ich glaube, es könnte nicht schaden, mal noch ein bisschen Munition herzustellen. Oh, was hat man hier? Ich suche nach einer mutigen Seele, die dieses Monstrum von einem Ritter beseitigt. Sei gewarnt, die übermächtige Bedrohungsbeseitigung Mausoleum. Soll das bedeuten, da ist jetzt nur noch ein Ritter drin? Wo war das jetzt? Ach so, über mir. Ganz vergessen. Gehe ich doch eben ins Mausoleum, auch wenn es mir nicht gerade gefällt.
brauchte ich außerdem auch noch die Ratte. Das ist über mir. Ich hoffe, ich kann hier runterspringen. Ja, ich komme hier wieder runter. Ich muss wirklich da runter. Ich würde gerne die Fackel mitnehmen. Gibt's hier was? Ja. Schießpulver. Ich hoffe, der Ritter wird nicht so schwer. Aber wenn ich den seinen Helm runterschieße und dann eine Blendgranate einsetze, sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Ich habe doch eine. Ja. Ich frage mich nur, wo jetzt die ganzen Ritter hin sind. Die kann ich nicht zerstören. Hier ist noch einer. Ich hoffe, der Ritter ist nicht zu, wirklich nicht zu schwer. Dann sollte der halt kein Problem sein für mich. Wie er schon da steht. Hier unten gibt es sonst nichts. Die ganzen anderen Ritter sind auch weg. Oh, ich zähle jetzt 3 Ritter. Der war jetzt schnell. Oh, da hat das Tell nur auf dem Rücken. Bin ich wenigstens erstmal 2 von denen los. Oh. Oh, so Mist. Mist. Ich muss schon sagen, der hält viel aus.
So, ich habe hier jetzt irgendwo zwischendurch mal noch ein paar Vasen gesehen. Oh, Magnum-Munition, die hätte ich gebraucht. So genau zielt die, okay. Wollte ich noch mal kurz testen, ich gehe jetzt wieder rauf. Ich wollte nur diesen Ritter erledigen. Den ganzen Rest sammle ich jetzt oben ein. Oh, ich sehe gerade, wir sind ja noch schon von der Zeit her am Ende der Folge angelangt. Ich war jetzt ein bisschen, ja, abgelenkt. Deswegen habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Wir sehen uns also dann in der nächsten Folge wieder von Resident Evil 4. Bis dahin, tschüss.